Hallo zu einem neuen Video von mir. Heute geht's um MTs. Yay! Immer wenn die Box zum Überlaufen voll ist, mache ich ein neues Video. Und ich nehme mir eigentlich immer vor, dass ich ein Video mache, bevor die Box übergeht, beziehungsweise nichts mehr reingeht. Nur die ist irgendwie so versteckt im Board, dass ich das dann meistens nicht checke, wie voll das schon ist, bis dass ich dann irgendwas dazu stecken will. Und es nicht mehr einiges. Ja, ich habe da jetzt einen mega Haufen an Sachen vor mir liegen und weil es echt einiges ist, fange ich einfach gleich an. Und ja, sonst wird das ein ewig langes Video. Fangen wir gleich hier vorne an. Da habe ich ganz viel SkinCeuticals Produkte. Ihr wisst, ich liebe meine SkinCeuticals Produkte. Im Grunde besteht mein ganzes Skincare-Regimen aus SkinCeuticals Produkten. Ich habe die echt letztes Jahr für mich entdeckt und ja, hole mir nächste Woche den ganzen Nachschub wieder, weil ich dazwischen ein bisschen abgekommen bin davon, weil ich so viele andere Sachen immer zum Probieren kriege und die Wochen sind natürlich auch alle sehr spannend an, aber irgendwann kommt man dann drauf oder bin ich dann drauf gekommen, dass doch SkinCeuticals und dieses ganze System dahinter einfach das Beste ist für meine Haut. Ja, also wir haben da dreimal eine kleine und zwei große Flaschen SkinCeuticals Hydrating B5 Serum. Das ist ein Hyaluronsäure Serum und es ist echt das Beste überhaupt, also was Feuchtigkeit betrifft, egal ob trockene oder ölige Haut. Es ist wie ein Gel und es zieht sofort ein und es ist einfach das beste Feuchtigkeitsserum, was ich jemals gehabt habe und ja, obsessed, wirklich obsessed. Dann haben wir da das Serum 10 von SkinCeuticals. Das ist ein Antioxidationsserum mit ganz viel Vitamin C drinnen, Ferulic Acid, und ist einfach, um die ersten Hautalterungszeichen zu stoppen und ja, einfach die Haut nach außen hin zu schützen, um ihr Bestes geben zu können. Und ich merke, dass wenn ich das jetzt nicht gehabt habe, dass einfach meine Haut viel fahler ist und einfach nicht so gestärkt von innen. Ich habe einfach das Gefühl, dass das die Haut sehr stärkt von innen, dass man nicht so schnell auf was reagiert. Und ja, das ist natürlich gut. AOX Eye Gel. So eine gute Augencreme. Ich habe jetzt nicht extrem trockene. Bin nicht extrem trocken unter meinen Augen. Aber die Augencreme wirklich, die ist wie so ein Bügeleisen. Irgendwie der Concealer schaut top aus. Ich habe die jetzt eine Zeit lang nicht gehabt, weil sie leer war eben. Und mir geht es richtig ab, weil ja, irgendwie kein Concealer schaut gut aus ohne der Augencreme und es ist wirklich ein ganz feines Gel, auch mit Vitamin C und es ist für mich die perfekte Augencreme. Dann noch was von SkinCeuticals, Antioxidant Lip Repair, das ist eine Lippenpflege, die habe ich immer am Abend verwendet und vor allem am Rand der Lippen, um sämtlichen Fältchen vorzubeugen, die sich da im Alter bilden könnten, weil ich bin sehr auf Vorbeugung, weil Vorsicht ist besser als Nachsicht, nachher reparieren ist immer ein bisschen schwierig und ja, das ist ein wirklich mega, mega gutes Produkt, ist jetzt nicht absolut necessary, weil zum Beispiel ich, wenn ich die Augencreme auftrage und ich habe dann noch einen Rest an den Fingern, trage das rund um den Mund auf, das ist auch ein super Tipp, den ich euch geben kann. Aber es ist natürlich ein richtig, richtig nice Add-on und vor allem spürt man richtig, wenn man die Lippenpflege aufdrückt, dass die Lippen so zum Wurlen anfangen und man irgendwie das Gefühl hat, dass die von innen total geplant werden. Voll gut. Metacell Renewal B5. Es ist ein ganz neues Produkt oder inzwischen nicht mehr so neu, aber eines der neuesten Produkte von SkinCeuticals. Es ist ein
quasi eine Tagescreme, aber nicht für sehr trockene Haut und nachdem ich halt eher Mischhaut habe und durch die ganzen Serien ja eh schon mehr Feuchtigkeit kriege, ist es super, das zu layern quasi on top, weil die Serien natürlich ziehen es extrem schnell ein und dann hat man kein nichts mehr auf der Haut selber und das ist eine Tagescreme, die man braucht man nur ganz wenig davon und die gleitet so richtig über die Haut und ist also ein bisschen, hat so ein bisschen einen Blurring-Effekt. Also mit alle SkinCeuticals Produkte ist für mich so, dass man die so abgängen, weil einfach man ist, wenn man es dann nicht mehr nimmt, so einen Unterschied merkt zu vorher, dass ich mich echt frei war, wenn ich wieder alle Produkte in Kombination verwenden kann und die Creme gehört auf jeden Fall dazu. Und das letzte Produkt von SkinCeuticals, die Ultra Facial Defense SPF 50, zwei davon gleich. Das ist SPF, also Lichtschutzfaktor 50, ganz ein dünnes Fluid, wirklich einer der besten Lichtschutzfaktoren, die ich für das Gesicht bisher verwendet habe. Ich habe auch ganz gern von La Roche-Posay den 50er Faktor, da gibt es auch Fluid, verwendet. Aber ich muss sagen, da habe ich manchmal ein bisschen drauf reagiert mit kleinen Unreinheiten und bei dem habe ich das überhaupt nicht. Und für das, dass SkinCeuticals grundsätzlich relativ teuer ist, ist die nur häufig im Rahmen, die kostet, ich glaube auch so eine Tube kostet 30 Euro. Ich komme aber extrem lang damit aus, wenn ich nur die kleinste Menge brauche für das ganze Gesicht und für den Hals und so. Aber sie ist so dünn, dass man es auch mit anderen Cremen kombinieren kann, weil es eben so eine dünne Konsistenz hat und ist nicht wie ein anderer Lichtschutzfaktor, der so wie so eine dicke Creme im Gesicht liegt. Dann, so nah, das war nicht die letzte von SkinCeuticals. Ich habe da noch meine Reinigungsprodukte, den Simply Clean Cleanser und den Equalizing Toner. Die beiden verwende ich nach wie vor. Habe ich mir noch gekauft und ja, also der Cleanser passt perfekt für meine Mischhaut. Sie haben auch noch einen Creamy Cleanser, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Jedenfalls ist es ein bisschen cremiger und der ist eher für trockene Haut. Also ich liebe diesen Cleanser, weil er wirklich, er ist zwar für Mischhaut und ölige Haut, aber die meisten Cleanser, die eben für diese Hauttypen sind, also hinterlassen bei mir ein extrem trockenes Gefühl und ich habe einfach das Gefühl, die nehmen zu viel weg und bei dem, das ist quasi der zweite Step bei meinem Double Cleansing vorher mit einem Reinigungsbalsam, den ich eh da auch habe, von Clinique, den Take the Day Off, derzeit verwende ich von The Body Shop den Chamomile Cleansing Balm, da habe ich einen Beitrag drüber gemacht, wo ich den zu dem vom Body Shop verglichen habe. Jedenfalls vorher mit dem abschminken, mit dann feuchten Waschlappen alles entfernen und dann kommt eben der Cleanser und danach, wenn ich da mit einem weißen Taschentuch zum Beispiel drüber gegangen oder mit einem micellen Reinigungswasser, das habe ich mal versucht, weil ich sehen wollte, ob noch Rückstände da sind, wirklich kein bisschen. Also die beiden in Kombi oder halt ein anderer Cleansing Balm oder zum Beispiel so ein Sacker, weil das ist ganz schön rind. Der Chamomile Cleansing Oil, das ist das Pendant zum Cleansing Balm von The Body Shop, ist auch super. Das ist ein bisschen travel unfriendly und da habe ich lieber so einen Balsam. Ja, aber das ist persönliche Präferenz. Jedenfalls ist das als zweiter Step für meine Mischhaut perfekt, weil er einfach mich nicht mit so arg ausgetrockneter Haut hinterlässt und ich habe das Gefühl, es ist alles, was nur da bleiben sollte, ist nur auf der Haut. Das andere einfach nicht mehr. Also Make-up und dann halt alles entfernen und ich komme wirklich auch wahnsinnig lang mit dem aus. Und ich habe mir da einfach für den Urlaub in so Fläschchen was abgefüllt. Und der Equalizing Toner ist so mit einer Sprühpumpe. Den trage ich immer noch nach dem Cleanser auf, sprühe mir das einfach über das ganze Gesicht und das ist überhaupt der Tipp, den ich euch mitgeben kann, wenn man eben Toner verwendet, was den pH-Wert der Hautoberfläche wiederherstellt, dann ist das vor allem sehr hilfreich für nachfolgende Serien oder Öle, die man benutzt, weil durch die angefeuchtete Haut die Serum und das Öl sich nur besser einziehen oder das kann nur besser einziehen damit.
Und vor allem ist es so, dass sie die Produkte auch noch viel leichter verteilen lassen und man braucht auch viel weniger Produkt dafür. Also wenn ich das Hydrating B5 Serum ohne Toner vorher auftrage, brauche ich mindestens 3 Tropfen, dass ich wirklich das Gefühl habe, es ist überall. Und wenn ich den Toner vorher verwende, dann reicht es auf jeden Fall, wenn ich 2 Tropfen verwende, und weil sie das einfach so schön verteilen lässt. Und es reicht dann auch, also es ist wirklich genug dann. Das letzte Skincare, nein, nicht ganz. Item ist von Clarins, das Oil Santal. Ihr wisst, ich habe es geliebt. Ich liebe es nach wie vor, wenn ich nicht jetzt geschiftet wäre zu Combination Skin, also zu Mischhaut, wie ich noch sehr trockene Haut gehabt habe, bevor ich die Pille abgesetzt habe und bevor meine Hormone überhand genommen haben in meinem Gesicht, habe ich das andauernd verwendet, morning and night. Ich habe das unter der Foundation getragen und also das wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht mal das, es gibt so eine Orchidee, also es gibt 3 verschiedene, eins für sehr trockene Haut, das ist eigentlich eher für, das ist das für trockene Haut, weiß ich nicht, oder nur eins für mehr trockene Haut, ich weiß es nicht, jedenfalls sie haben eins so mit Orchideeöl und das soll für ölige Haut sein. Wäre natürlich auch mal spannend, das zu testen, aber ich bleibe jetzt mal bei meiner SkinCeuticals-Reihe und schaue, dass ich da nicht zu viel noch dazu mische und dann, wenn sie meine Haut wieder ein bisschen eingerückt hat, dann ja. So, und jetzt wirklich, wow! So, und jetzt wirklich das allerletzte Skincare-Product ist von Oscar, das Renaissance Cleansing Gel. Das ist ein richtig guter Cleanser. Ich habe feuchtigkeitsspendend. Ich habe so ein bisschen ölige, also fühlt sich ein bisschen ölig an auf der Haut, aber riecht so gut. Riecht wie eine Spa-Behandlung wirklich. Also der hat mir extrem, extrem gut gefallen. Und wenn ich meine Haut wieder ein bisschen eingerückt habe und ich wieder von Gel Cleansers umsteigen kann auf was anderes vielleicht. Oder wahrscheinlich dann auch im Winter, kann ich mir vorstellen, dass sich das verändert. Wird das sich irgendwann wieder mal nachgekauft, weil das ist einfach nur eine Wohltat gewesen, den zu verwenden. L'Occitane oder L'Occitane oder L'Occitane, ich glaube, es heißt L'Occitane Handcreme, die ganz klassische, die ist in einem anderen Packaging für Weihnachten. Normalerweise hat das aus Silber, also ist die Silber mit einem weißen, oder? Also jetzt nicht, oder blau. Ich sehe es jetzt leider nicht, aber die habe ich immer bei meinem Schreibtisch liegen und creme damit die Hände ein. Die riecht so gut und die pflegt so gut und ja, ich liebe diese Handcreme. Und für die Handtaschen habe ich mir in einem kleinen Reisetiegel einfach was abgefüllt. Ich weiß, die gibt es auch in Travel Size, aber ist einfach viel teurer, weil die kostet glaube ich 30 Euro und die Travel Size ist echt so klar. Kosten 9 Euro und das ist mir für so eine kleine Handcreme für die Tasche ein bisschen zu viel. Und da passt jetzt gerade irgendwas nicht. So. Da habe ich dann einen Beweis dafür, dass ich offensichtlich mein aluminiumfreies Deo gefunden habe. Und zwar von Borotalco, das aluminiumfreie. Das ist sonst das gleiche, nur halt Roll-On oder Spray. Mir ist eigentlich der Roll-On lieber. Das ist halt einfach persönliche Präferenz. Deswegen haben wir 2 Kandidaten. Das gibt es auch. Das ist eine andere Duftrichtung, aber mir taugt die mit dem blauen. Anstatt der mit dem grauen Band oder den grauen Details. Finde ich besser und ich fange damit zum Stinken an und alles ist gut und ja, ich hoffe, sie verändern nichts dran und ich verändere mich nicht in der Hinsicht, dass ich immer wieder dieses Deo kaufen kann und ich nicht auf irgendein arg teures Deo zurückgreifen muss, weil nur das funktioniert. Also ich bin sehr froh, dass ich in der Drogerie was gefunden habe. Kommen wir zur Mascara. Da haben wir 2-mal L'Oreal und 1-mal Maybelline. Maybe it's Maybelline. Ja, sie hat in der Werbung gearbeitet als Sängerin.
Maybelline Fasche Wimpern Volume Express Body war ganz lang ein mega Favorite von mir. Dann danach ist die in mein Herz gesprungen. L'Oreal Mega Volume Miss Hippie. Ich habe sie geliebt. Und dann auf einmal, bam bam bam, ist die Mascara gekommen. L'Oreal Mega Volume Miss Baby Roll. Ihr wisst, dass ich diese Mascara liebe. Mit Gummibürste sogar, obwohl ich das eigentlich ja nicht mögen habe. Und let me tell you, L'Oreal did it again. Habe jetzt nicht da, weil es natürlich noch nicht leer ist, aber sie haben eine Mascara ausgebracht, erst vor einer Woche oder so ist in Österreich gelauncht. Und das ist die Lash Paradise und oh my god! Okay, also nächstes Mal gibt es da dann in der Reihe da eigentlich so. Die Lash Paradise. Alles on top, aber die und die Lash Paradise sind die besten. Zweimal Augenbrauenprodukte. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Ich hätte euch denken können, was ich da herzeige. Einmal Anastasia Brow Wiz in der Farbe Taupe. Jetzt verwende ich Caramel, weil ich die Haare ein bisschen dunkel habe, aber wie ich es noch heller gehabt habe, war Taupe die perfekte Farbe. Und Benefit Precisely My Brow Pencil in der Farbe 2. Zweimal Concealer. Catrice Liquid Camouflage Concealer. Das ist auch nicht wirklich ein Surprise, dass der da dabei ist. Ja, ist einfach der beste Concealer in der Drogerie, was soll man dazu sagen. Und er ist günstig. Estee Lauder Double Wear Make-up ist leer in der Farbe 2 in 1. Es ist mir derzeit ein bisschen zu hell, aber das verwende ich so im Sommer, nicht im Sommer, im Winter und halt dann, wenn ich nicht ein bisschen eine Farbe habe. Jetzt habe ich ein bisschen eine Farbe, was mich echt wundert, weil ich war nicht auf Urlaub. Keine Ahnung, wo ich das hier habe. Und wir haben keinen Balkon, also I don't know. Aber das ist sonst meine normale Farbe. Und ich liebe, liebe, liebe dieses Make-up. Und jetzt ist es leer. Das ist aber die zweite Flasche, die schon leer wird. Also. Und das ist mir, glaube ich, sonst bei noch kein Make-up. Außer beim Chanel Vital Lumiere Aqua ist mir das passiert. Also was heißt passiert? Das habe ich auch schon öfters wieder gekauft. NARS Laguna Bronzer. Er ist noch nicht ganz leer, aber im Grunde kriege ich nichts mehr außer. Ich habe schon jetzt länger einen neuen. Ich liebe diesen Bronzer! Ihr wisst, dass ich den Bronzer echt vergöttere und ich glaube, den werde ich immer in meiner Sammlung haben. Beauty Blender, die sind per se jetzt nicht leer, aber die habe ich viel zu lang gehabt. Ich habe es zwar immer wieder gereinigt, aber irgendwann muss man es austauschen, weil sie es nicht mehr gescheit reinigen lassen. Und ich habe mir dann einmal gedacht, das lasse ich nicht mehr gescheit reinigen, habe das dann aufgerissen und wollte sehen, wie das da drunter ausschaut. Und das ist Foundation von, weiß ich nicht, von Jahren. Das da drunter ist ein bisschen grauslich. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, nach einigen Jahren, ich glaube, dann habe ich sicher schon 4 Jahre, so 4 Jahre gehabt. Oder länger? I don't know. Oder 3? 3 Jahre, also 3 Jahre habe ich sicher schon gehabt. Oder beide habe ich gemeinsam gekauft. Und ich habe mir gedacht, so, nein, ich habe jetzt weg und kaufe mir einen. Und dann haben wir da noch einen Lippenstift, Catrice Ultimate Color in der Farbe 240. Hey Nude, oh mein Gott, ich habe euch den schon so oft gesagt, der ist echt leer. Ich habe schon, glaube ich, 5 von dem gehabt. Jetzt ist er mir zu hell, aber im Winter, wo ich halt nicht ganz so gebräunt bin wie jetzt, wo ich halt ein bisschen eine helleren Hautton habe und vor allem halt noch mit den helleren Haaren, mal schauen, wie das heuer im Winter ist. Wann ich die Haarfarbe noch habe, wenn ich beim Winter ist. Mal schauen, ob ich es nicht wieder mal heller mache. War das einfach mein perfekter Rosy Nude Ton. Und ja, der ist so cremig, der Lippenstift. Das ist so eine gute Qualität. Generell diese Ultimate Color Lippenstifte von Catrice sind so gut.
Einen Make-up-Setting-Spray haben wir da von Urban Decay, den Dislick. Den habe ich mir gekauft, weil es den Urban Decay nicht gegeben hat und es hat aber Prozente gegeben. Und ich habe mir halt dann einfach den mitgenommen, weil sie gemeint hat, der mattiert eh nicht so arg. Und im Grunde macht er das gleiche wie der Urban, also der All-Nighter Make-up-Setting-Spray. Ja, maybe, aber ich finde trotzdem den All-Nighter besser und werde beim All-Nighter bleiben. Colab Trockenshampoo im London Classic Fragrance. Dieses Trockenshampoo ist so gut und es riecht auch voll gut. Also wirklich, ihr wisst, dass ich die Colab Trockenshampoos total mag. Ich habe auch andere. Der Grund dafür ist aber, dass ich mir diese Feel Unique immer bestellt habe und das ist eigentlich total mühsam, weil die brauchen relativ lang das liefern, also über eine Woche schon und ich komme halt immer drauf, wenn ich jetzt ein Trockenshampoo brauche, dass ich es jetzt bestellen muss und dann muss ich noch warten drauf und irgendwie ist das total unnötig. Aber ich habe gehört, ich habe es noch nicht gesehen, weil ich noch nicht zu einem Müller gekommen bin, aber angeblich gibt es die jetzt bei Müller. Also that's good. So, und der letzte Punkt auf der Liste oder das letzte Produkt oder die letzte Produktkategorie, weil eigentlich sind es noch vier Produkte, ist von erstens mal zweimal Mixer Bodylotion. Mag ich voll gerne, die duften richtig gut und ich habe mir eins gekauft in Destada. Habe ich mal in Berlin gekauft, weil ich den Bodylotion vergessen habe und das habe ich mir noch daheim gekauft, weil ich es voll gerne gehabt habe. Drawbacks sind allerdings, erstens ist sehr wenig drinnen und zweitens finde ich es extrem schwierig, die Flaschen bis zum Schluss aufzubrauchen, weil ich mag zwar so Pumpspender normalerweise, aber ich spüre, dass da noch was drinnen ist und ich bringe es nicht mehr raus. Das ist super lästig und ich mag das aber auch nicht, dass ich da jetzt irgendwas aufschneide oder so. Und nächster Drawback, es enthält Palmöl und das habe ich erst gecheckt, wie ich dann halt beide schon gehabt habe einmal. Und ja, sonst haben sie super Inhaltsstoffe, Shea Butter relativ weit vorne und so, Glycerin, was auch sehr feuchtigkeitsspendend ist, Öle und so weiter. Also von dem her wären sie viel gut, aber irgendwie würde ich es nicht unterstützen, wenn Palmöl drinnen ist. Und ich habe es letztens auf Insta-Stories schon gesagt, dass ich immer von Balea die Body Lotions nehme. Derzeit habe ich die, oder die, weiß ich nicht, eine von den zwei, jetzt für den Sommer, weil ich da nicht so, weil ich da nicht so eine dicke Body Lotion brauche. Und ich fülle mir die immer um in, da habe ich von Nivea einmal eine große gehabt mit einem Pumpspender, die enthält leider auch Palmöl und habe dann, wie ich wieder nicht gebraucht habe, mir die noch gekauft und dann einfach in den Pumpspender gefüllt und das ist super praktisch. Und ich wünschte, die Balea Body Lotions würden mit Pumpspender kommen. Ich liebe Body Lotions mit Pumpspender, ich hasse das, wenn ich es wieder so und dann wieder und das ist einfach so praktisch, wenn man das aus dem Pumpspender nehmen kann. Also alle Body Lotions bitte ab jetzt in mit Pumpspender. Danke. So, und das war es jetzt von meiner Seite. Ich finde, ich habe mich ganz gut gehalten, was die Zeit betrifft, obwohl es sehr viel war. Aber jetzt kann ich wieder zum Sammeln anfangen, die Box ist leer und ja, in ein paar Monaten sehen wir uns wieder und ich mache wieder ein Video und kann euch erzählen, was meine Empties sind. Ja, bis dahin, beziehungsweise bis zum nächsten Video, weil bis dahin sehen wir uns hoffentlich schon nochmal dazwischen, weil es wird ja andere Videos noch geben. Jedenfalls bis zum nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit und ja, kommt's wieder. Ciao!